Mit Technik und Elektronik geht es jetzt hier weiter im Live-Programm von Pearl TV. Und es geht um Ihre Sicherheit, um unsere beliebteste Überwachungskamera, weil Preis-Leistungs-Verhältnis ist unglaublich, die endlich wieder lieferbar ist. Und das ist unglaublich wichtig für Ihr Sicherheitsgefühl. Ich habe jetzt nur an diesem Wochenende allein im Umfeld von hier, also 30 Kilometer Radius, von drei Einbrüchen in ein Eigenheim gelesen. Und das ist bei uns in einer ruhigen Gegend von Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Und immer, wenn man sowas liest, hat man ein ungutes Gefühl. Ich nicht. Ich habe mein Haus, in dem ich wohne, mit Kameras ausgerüstet. Und dementsprechend fühle ich mich wesentlich sicherer. Und genau solche Kamerasysteme haben wir jetzt, die Sie installieren können, ohne fremde Hilfe für kleinstmöglichen Preis, Ingo. Ja, die sind für draußen, für den Außenbereich und die übermitteln das, also die nehmen alles auf, was sich davor bewegt, haben einen Bewegungssensor drin und sind im Internet eingebunden, über WLAN. Das heißt, das Bild wird drahtlos übertragen auf Ihr Handy, auf Ihr Tablet, auf den PC. Damit können Sie sehen, was sich vor dieser Kamera tut. Da haben wir die erste Kamera, die ist da links neben Diana, da sehen wir sie mal, außen angebracht. Da machen Sie einfach, die braucht nur Strom. Und dann haben wir diese Kamera draußen angebracht, die ist natürlich absolut wetterfest und die beiden Antennen oben, die zeigen Ihnen, die verbinden sich dann eben mit dem WLAN und dadurch haben Sie mit einer kleinen App auf dem Handy oder Tablet, das ist auch ganz egal, ob Sie ein Android oder ein Apple-Gerät haben, ständig Zugriff auf diese Kamera und es wird alles aufgenommen, was sich davor bewegt, auf eine kleine SD-Karte. Das Ganze sogar nachts, müssen Sie sich vorstellen, die hat nämlich Infrarotscheinwerfer, damit Sie dann eben nachts auch sehen können, was sich davor bewegt. Sie hat Bewegungserkennung. Das heißt, wenn sich etwas davor bewegt, folgt diese Kamera sogar dem. Es ist eine sogenannte Pan-Tilt-Kamera. Das heißt, die kann sich nicht nur hoch und runter bewegen, die kann sich auch rechts und links drehen und zwar fast einmal um die eigene Achse. Das heißt, Ihnen entgeht nichts. Ich zeige Ihnen mal die App hier. Wir haben die jetzt hier unten angebracht und hier sehen wir jetzt, sehen Sie mich hier in der App? Da können wir das Bild sehen, das ist natürlich in Full HD. Sie sehen Dianas Kleid in Blau direkt daneben. Absolut farbecht natürlich. Und schauen Sie mal, jetzt kann ich hier sogar reinzoomen und das bewegen, das Bild hier. Wenn wir Dianas Mund hier mal haben wollen, sehen Sie das? Und genau in der Qualität wird das dann auch aufgenommen. Und das bei Tag und bei Nacht. Jetzt wollte ich Ihnen noch mal zeigen, dass man diese Kamera auch bewegen kann. Das ist eben das Irre hier. Wenn wir mal auf die Kamera gehen, vielleicht so ein Splitscreen oder auch so mal zeigen, dann zeige ich Ihnen, wie man diese Kamera bewegen kann. Und zwar ganz einfach hier, indem ich auf dem Bildschirm nach links und rechts gehe. Ich kann also hier nach links und rechts. Sie sehen, das Bild verändert sich, aber die Kamera dreht sich auch jetzt hier. Wir drehen uns mal hier Richtung Kameraleute. Sie sehen, die Kamera kommt immer weiter nach vorne und dann sehen Sie auch vorne dann die Infrarot. Das heißt, wir haben auch keinen toten Winkel mehr. Also viele Kameras haben ja so 110, 120 Grad Blickwinkel. Hier haben wir im Prinzip 360 Grad. Also alles in Ihrem Bereich wird abgedeckt. Und es ist die günstigste sogenannte Pan-Tilt-Kamera in unserem Programm. Einfachst zu installieren, auch für einen Laien. Und es gibt Ihnen Sicherheit. Sie ist endlich wieder lieferbar. Holen Sie sich Sicherheit nach Hause. Einen kleinen Tipp noch. Machen Sie das auch kund mit kleinen Schildern an Ihrem Grundstück. Schreiben Sie dort, oder die gibt es zu kaufen für wenig Euro. Dieses Objekt wird Video überwacht und schon werden Sie ganz, ganz viele böse Jungs abschrecken. Ingo, stell dir mal vor, die Häuser, wo ich dir vorhin gelesen habe, ich weiß nicht, ob du die Artikel auch gelesen hast, mit den Einbrüchen in Einfamilienhäuser, die hätten Kameras gehabt, dann wäre die Wahrscheinlichkeit relativ gering gewesen, dass sie sich das Objekt suchen. Dann hätten sie sich ein anderes ohne Kamera ausgesucht, oder? Ja, ganz bestimmt. Wenn vier Häuser da zur Auswahl stehen und eins hat Kameras, dann wird bestimmt nicht da eingebrochen, wo Kameras sind. Sie sehen hier natürlich noch weitere Features. Wir haben hier einen Scheinwerfer drin, der dann eben das auch noch ausleuchten kann. Sie haben sogar eine Sirene. Wenn Sie nicht zu Hause sind und sehen, da ist irgendjemand draußen bei Ihnen im Garten, der da nichts verloren hat, drücken Sie einfach die Sirene. Was meinen Sie, wie schnell der
weg ist. Ich finde es unglaublich, dass die Qualität, mit der diese Kamera eben aufnimmt und den Komfort, dass ich hier durch dieses Pan-Tilt eben wirklich keinen toten Winkel mehr habe. Um so einen Bereich abzudecken, Ralf, müsstest du normalerweise 4, 5 Kameras installieren. Hier kannst du das alles mit einer Kamera machen. Und falls Sie den Ausdruck Pan-Tilt nicht kennen, das heißt schwenken und neigen, also wirklich in alle Richtungen, hoch, runter, links, rechts, ist auch mit Smart Home kompatibel, absolut wetterfest. Was ich natürlich auch beeindruckend finde, ist diese Reichweite bei Nacht. 50 Meter Sichtweite, ja, selbst bei finsterer Nacht. Und ich glaube, damit kann man sich sicher fühlen. Endlich wieder lieferbar von jedem, das möchte ich nochmal betonen, auch nicht so handwerklich begabten Menschen zu installieren. Und das gerade mal für 56,99 €. 56,99 €. Greifen Sie da gleich zu, bevor diese Lieferung wieder weg ist, weil das gibt Ihnen das sichere Gefühl, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Was hältst du von so einer Kamera, Diana? Zum Beispiel für mich das auch wichtig, weil ich bin sehr oft nicht zu Hause oder natürlich ich reise viel. Und für mich das ist wichtig, sehen, was passiert bei mir. Ja. Zum Beispiel, ich brauche normalerweise zwei, einmal von meinem Balkon-View, ja, und andere, wo ist meine Tour, das Vortour, das ist super. Und Preis, das ist Wahnsinn. Ich dachte normalerweise, das kostet hunderte Euro, ja? Ja. Das ist echt cool. Ja, und du hast gesehen, wie einfach die einzurichten sind. Ja, mit diesem Bewegung, ja, und mit Licht, das ist echt cool. Toll, super. Die können Sie auch installieren. Das ist kinderleicht, hervorragend beschrieben. Sie laden sich einfach die App runter, sagen Kamera hinzufügen und schon geht das alles dann wird man hervorragend durchgeführt. Das dauert vielleicht 2, 3 Minuten, wenn Sie ungeübt sind, auch 3 oder 4 Minuten, aber bestimmt nicht länger. Diese Kamera können Sie, wie gesagt, mit einem Tablet, mit einem Handy oder sogar mit einem ganz normalen Internetbrowser nachgucken. Also egal, wo Sie sind auf der Welt, können Sie sehen, was da davor bewegt und auch, was bereits aufgenommen wurde. Wenn mal etwas davor eben passiert ist, wird es automatisch auf eine kleine SD-Karte aufgenommen, womit Sie dann eben sehen können, was ist da passiert. Wenn Sie etwas sehen, was Ihnen komisch vorkommt, machen Sie die Scheinwerfer an, machen Sie die Sirene an. Die Sirene ist tatsächlich 87 Dezibel laut. Also das ist schon mal ganz ordentlich. Das können Sie auch auf Automatik stellen, wenn irgendwas sich davor bewegt. Natürlich nur Menschen, also nicht bei Vögeln geht die nicht los. Dann können Sie das auch machen. Fantastische Kamera hier. Sie hat auch eine Patrouillierfunktion, Ralf. Und das ist etwas, was ich erst mal nachgucken musste. Was macht die denn dann? Aber das ist im Prinzip, da können Sie einstellen, dass sie einmal die Stunde meinetwegen das ganze Sichtfeld einmal abscannt, um zu gucken, ob irgendwas passiert ist und Ihnen eben dadurch die Sicherheit gibt, dass Sie wissen, was zu Hause los ist. Es ist natürlich auch für einen Vorgarten, wenn mal irgendein Hund reinmacht oder Ihre Mülltonnen, die vielleicht von jemandem missbraucht werden, der da nicht viel für bezahlt, sondern Sie bezahlen ja dafür. Also Fahrradkeller, Fahrräder sind ja so teuer heute, ne? Du hast auch Fahrrad, ne? Ja, und natürlich in diesem Fahrradzimmer normalerweise so viele Leute können reinkommen. Ja. Und natürlich für mich besser, wenn ich habe Kamera dort und ich kann sehen, was passiert mit meinem Fahrrad oder vielleicht für Familie. Sie haben zum Beispiel mehr als ein Fahrrad, ja? Das kann so viele, für Kinder, Brown, wie heißt das? Ja, die Scooter und Skateboards, das kostet alles sehr viel Geld. Wenn Sie ein E-Bike haben, sowieso, da ist man ja schnell mal mit ein paar tausend Euro dabei. Kinderwagen, genau, das kommt auch noch dazu. Wie gesagt hier, Sie haben keine monatlichen Gebühren, gar nichts. Sie kaufen sich die Kamera einmal, Sie können mehrere davon anbringen, die stören sich nicht gegenseitig, weil die alle über Internet sind und nicht über Funk. Also gerne mal einer auf die Terrasse, einer im Eingang, aber auf jeden Fall nochmal der Hinweis, machen Sie so ein Schild hin. Dieses Objekt wird videoüberwacht. Das wird die bösen Jungs zu den größten Teilen schon abhalten. Und wenn dann doch einer so blöd ist, wird er auf jeden Fall aufgenommen. Sie müssen natürlich nicht permanent auf Ihr Handy oder Ihr Mobilfunkgerät schauen, sondern das wird dann in dem Speicher, den Sie einladen, eine Micro-SD-Karte aufgenommen, ob Sie das Handy in der Hand haben oder nicht. Und Sie sind dann immer auf der sicheren Seite. Die Bestellnummer, die ZX5127 und die 569. Das einzige Anschlusskabel, welches wir brauchen, ist ein Stromkabel. Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte die Kamera aber aufhängen irgendwo, wo der nächste Stromanschluss einfach zu weit weg ist, dann haben wir eine zweite Möglichkeit, eigentlich einen Strom-Selbstversorger, Ingo.
Ja, das ist wieder eine Outdoor-WLAN-IP-Kamera. Das heißt, die verbindet sich mit Ihrem WLAN und dann haben Sie hier mit dieser Kamera komplett Zugriff drauf, egal wo Sie sind auf der Welt. Ob Sie bei der Arbeit sind oder im Urlaub in Mexiko, ganz egal, wenn Sie Internet haben, können Sie auf diese Kamera zugreifen. Auch diese hat diese Pan-Tilt-Funktion. Das heißt, dass wir jeden Winkel hier sehen können. Die dreht sich ganz automatisch dahin, wo etwas passiert, folgt den Leuten, die davor sind. Und wir haben dann eben 100% die Sicherheit, dass wenn etwas passiert, dass wir es A aufgenommen bekommen haben und B können wir natürlich auch manuell steuern. Jetzt mal eben gucken, was ist zu Hause los. Das Besondere hier ist dieses tolle, tolle Solarpanel. Hier ist ein Akku drin, das heißt, der lädt sich tagsüber vom Sonnenlicht, da reicht sogar Tageslicht aus. Hier bei uns die Scheinwerfer reichen aus, um das zu laden. Und damit haben wir dann also immer Strom. Wir brauchen kein Stromkabel, wir brauchen den Akku nie zu laden, weil er sich selbst lädt vom, von der Sonne gemacht. Das heißt, Sie können es da platzieren, sind nicht mehr an Stromkabel gebunden, wo Sie es wirklich brauchen. Also vielleicht ist das in einem Geräteschuppen, der draußen im Garten ist, wo kein Strom ist. Vielleicht ist es aber auch mal im Schrebergarten oder egal wo, das ist eine hervorragende Überwachungskamera, die sich selber mit Strom versorgt. Das ist das Tolle hier dran. Ja, und der Preis ist auch toll. 123,49 Euro für das rundum sorglos Paket, weil nur noch festschrauben. Alles andere macht die Natur. Also hier Stromversorgung übers Solarpanel und dementsprechend natürlich dann auch nachts aktiv. Übrigens auch mit Nachtsicht, Bewegungssensor und eben diese Pan-Tilt-Funktion. Das halte ich für relativ wichtig, weil Sie haben nicht nur so einen kleinen Zugang. Da kann mal auch jemand von links oder von rechts kommen. Und bei herkömmlichen Kameras hat man eben diese 110 Grad und das ist dieser Winkel und dann alles andere ist im Totenwinkel. Hier bei beiden Kameras haben Sie keinen Totenwinkel, das gibt Ihnen nochmal zusätzliche Sicherheit. Da ist jetzt die App, die kann ich weltweit wieder abrufen, kann auf die Live-Bilder zugreifen. Du kannst weltweit auf die Live-Bilder zugreifen, du kannst weltweit und auch hier sehen wir wieder die Farben von Dianas Kleid, das ist absolut 100% damit identisch, was wir hier sehen. Das kannst du weltweit abrufen und eben sehen, was ist zu Hause los? Wie sieht es bei mir zu Hause aus? Ist noch alles so, wie ich es hinterlassen habe? Habe ich vielleicht die Tür aufgelassen? Habe ich den Rasenmäher draußen stehen lassen? Ganz egal, damit gibt es keine offenen Fragen mehr. Die Kamera versorgt sich selbst mit Strom. Bei Tag und bei Nacht können Sie damit sehen. Auch diese hier hat 30 Meter Nachtsicht, das heißt in kompletter Dunkelheit sieht diese Kamera und nimmt auf, was sich davor bewegt. Sie ist wetterfest natürlich. Unglaublich. Du kannst also mit dem Tablet oder mit dem Handy, egal ob das Android oder Apple ist, damit eben sehen. Sie hat sogar einen Radarsensor. Jetzt fragst du dich, wozu braucht man einen Radarsensor? Das heißt, wenn die Kamera etwas sieht, hinter einem Busch, hinter einer Mauer, sieht die das mit dem Radar und ist dann sofort angeschaltet. Das heißt, in dem Moment, wo der böse Bube oder was auch immer hinter dieser Mauer vorkommt, hat sie das auch schon aufgenommen, selbst wenn er nur ganz kurz zu sehen ist. Die Reaktionszeit ist sowieso beeindruckend, hier mit 0,2 Sekunden von Sehen bis Aufnehmen. Eine ganz tolle Kamera hier, auch wieder für kleines Geld, die sämtlichen Komfort bietet, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und vor allem auch Full HD. Und das gibt Ihnen die Sicherheit. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe das in den letzten Tagen und Wochen immer mal beobachtet. Meiner Meinung nach gehen auch hier gerade in diesem ganz ruhigen Eck von Deutschland im südlichen Niedersachsen die Einbruchszahlen extrem nach oben. Man liest es immer wieder, Häuser, Einfamilienhäuser, Lagerhäuser, Kindergärten, überall wird eingebrochen. Und alle diese Objekte haben eins gemeinsam, sie haben keine Videoüberwachung. Und deshalb schützen Sie Ihr Eigenheim mit der eigenen Videoüberwachung, rüsten Sie ein bisschen auf, tun Sie es auch kund mit kleinen Klebern, das kann ich immer nur sagen. Also ich lebe bei mir, obwohl ich auch relativ abgeschieden wohne, sehr, sehr sicher, weil ich eben diese Kameratechnik installiert habe. Und da sehen wir, einfach mal Rundumblick, ist wieder was los. Du hast vorhin noch was Tolles gesagt. Auch mal gucken, welcher von den Nachbarhunden macht denn mal den Garten. Das sind so Nebeneffekte, die man da natürlich auch erzielen kann. Ja? Und dann auch mal den entsprechenden vielleicht ansprechen, geh doch mit dem Hund ein bisschen weiter, Gassi, und nicht immer bei mir im Garten. Aber ich glaube, so kleine Malheure, wenn man die entdeckt, das ist halb so wild. Sollte wirklich mal einer einbrechen, haben Sie gestochen Schafe, Full HD-Bilder bei Tag und bei Nacht. Und dann wird auch die Polizei richtig dankbar sein, weil dann steigen die Chancen, diese bösen Jungs eben oder auch
Mädels einzukassieren. Ja, aber wichtig ist auch, weil in den meisten Fällen wird dann eben nicht eingebrochen. Aber wichtig für mich ist dieses sichere Gefühl, das man allein durch solche Überwachungstechnik hat. Da sehen Sie, Diana hat sich bewegt, haben wir jetzt gerade gesehen. Sofort ist der Bewegungssensor aktiv, da sehen wir es. Der Wahnsinn, oder? Diana, nicht bewegen, die Kamera, die findet dich. Ne? Ja, nicht bewegen. Das ist diese unglaubliche Technik, dass wenn sich etwas davor bewegt, fährt die Kamera mit und filmt es. Sie filmt es, weil es sich bewegt und Sie haben danach eben mit der App, haben Sie Zugriff auf diese Aufnahmen, beziehungsweise kommen nach Hause und können das eben direkt von der Karte, die da drin steckt, ablesen. Die Kamera versorgt sich selbst mit Strom, nimmt in Full HD auf bei Tag und bei Nacht, hat unglaubliche Reichweite natürlich auch bei Nacht hier mit den 30 Metern und Sie können, wie gesagt, das alles per App beobachten, weltweit, was sich davor bewegt, beziehungsweise sogar auf die Aufnahmen zugreifen. Das ist also für mich die ideale Kamera, weil sie eben auch noch mal keinen Strom braucht, sondern sich selbst mit Strom versorgt. Kinderleicht zu installieren. Also die kommt vormontiert zu Ihnen. Sie müssen nur dieses Solarpanel oben raufstecken, an die Wand schrauben und schon fängt die Kamera an zu senden. Ich finde das unglaublich. Das hier für 123,49 Euro zum TV-Sonderpreis. Das ist einfach Sicherheit, die man sich kaufen kann. Ja. Und Sie auch diese Kamera können Sie mit den anderen Kameras kombinieren. Das wird alles von der gleichen App gesteuert. Jede Kamera hat ihren eigenen Knopf auf dieser App und Sie können die einzeln eben nachgucken. Du kannst sogar Push-Nachrichten aktivieren. Das bedeutet, wenn sich etwas davor bewegt, kriegst du ein Standbild auf dein Handy geschickt, was da gerade passiert. Also mehr Sicherheit kann man sich nicht kaufen als mit diesen tollen Kameras. Ja, also beide Kameras sind sofort lieferbar, beide sind bezahlbar und beide sind von Ihnen, egal für welche Sie sich entscheiden, ganz einfach einzurichten. Was Sie brauchen ist, wenn Sie direkt Zugriff haben wollen, WLAN, aber das haben die meisten Haushalte heutzutage. Und dann entscheiden Sie, habe ich dort, wo ich die Kamera aufhängen will, einen direkten Stromanschluss, sodass ich die Kamera nur einstecken will, oder habe ich eben in unmittelbarer Nähe keinen Stromanschluss, dann wäre das hier natürlich die richtige Kamera, weil, wie es Ingo gerade gesagt hat, sie sich über das Solarpanel tagsüber mit Strom versorgt, diesen speichert und dementsprechend auch die ganze Nacht funktioniert. Ist es die Kamera mit dem riesengroßen, effektiven Solarpanel, dann notieren Sie bitte die Bestellnummer ZX5034 und die 569, der Preis 123,49 Euro. Ja. Also früher hast du für solche Kameras Tausende von Euro bezahlt und dann, oder D-Mark damals, und dann brauchst du noch eine Firma. Hier können Sie es selber machen, die Technik ist mittlerweile so weit. Beide Kameras brauchen einen Speicher, um die Karten oder die Geschehnisse immer auch abzuspeichern. Und da haben wir jetzt genau die richtige, passende Speicherkarte für Sie noch, für beide Kameras. Also ganz egal, für welche Sie sich entschieden haben. Ja, beide Kameras nehmen auf Micro-SD-Karten auf. Da haben wir hier die ideale Karte, die dazu passt hier. Die eben in die reinpasst, absolut wetterfest ist, 128 GB, da passt jede Menge Videomaterial drauf. Sie können die Karte natürlich auch für Ihr Handy benutzen, für viele andere Sachen. All unsere Kameras benutzen diese Micro-SD-Format. Vielleicht haben Sie noch andere Geräte, das ist ein super Deal hier. Ich sage mal Festplatte, weil das so großen Speicherplatz hat hier. 128 GB auf diesem daumennagelgroßen Format. Ich finde das unglaublich. Hier eben auch zum TV-Sonderpreis. Am besten mit dazu bestellen, passt für beide Kameras. Wenn Sie mehrere Kameras bestellen, braucht jeder eben eine Speicherkarte. Und es macht einfach Spaß. Ja, und 128 GB für 22,79 Euro, das ist schon ein Riesenschnäppchen. Natürlich auch für alle anderen Geräte zu verwenden, für Digitalkameras, für Dashcams und Ähnliches. Natürlich haben wir auch den Adapter dabei, von der Micro-SD-Karte zur SD-Karte, weil die meisten Laptops, wenn man später auslesen will, einfach nur einen Kartenleser für SD-Karten haben. Also den Adapter auf keinen Fall wegschmeißen, auch wenn Sie den nicht brauchen für die Kamera. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer für diese riesengroße Festplatte, Class 10 übrigens, damit sie auch Full-HD-Videos verarbeiten kann. Das ist die ZX2798 und die 569 22,79 €. So, jetzt haben wir Ihnen gezeigt, wie Sie ruckzuck für wenig Geld Ihr Heim, Ihr Eigenheim, Ihre Burg etwas sicherer machen können. Tun Sie das, weil
günstiger kann es nicht mehr werden. Beide Kameras und auch natürlich unsere Micro-SD-Karte sind sofort lieferbar. Und da wird es Ihnen in Zukunft auch so gehen. Wenn Sie lesen, Nachbargemeinde wurde eingebrochen, können Sie sich relativ sicher sein, dass das bei Ihnen eben nicht passiert.